Hallo, in diesem Video zeige ich dir deine Musterinstallation für Debian unter Hyper-V unter Windows 8.1. Als erstes gehe ich einmal in den Hyper-V Manager und lege mir eine neue virtuelle Maschine an. Die kann ich jetzt zum Beispiel VMCBSGL13 Debian nennen. Weiter. Hier nehme ich Generation 1. Arbeitsspeicher kann ich ruhig auf 1024 MB stellen. Verbindung sage ich jetzt LAN, damit das Ding ins Internet kommt. Lege hier eine virtuelle Harddisk an. Größe würde ich mal vorschlagen so 1900 GB. Ich werde nicht über 2 Terabyte gehen, weil nicht hundertprozentig sicher ist, oder ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, wie das Ding auf GPT reagiert. Somit ist sichergestellt, dass das Ding von einem MBR Bootloader bootet und es keine Probleme gibt. Weiter. Ich sag, starte mir von einer ISO-Datei, die sich auf meiner externen Festplatte befindet. Und nehme jetzt hier das Debian 720 64 Bit weiter fertigstellen. Virtuelle Maschine ist angelegt. Ich schaue mir jetzt noch die Eigenschaften an. Dynamischer Arbeitsspeicher funktioniert unter Linux sowieso, glaube ich, eh nicht. Hier kann ich die Prozessorkerne noch aufstellen. Und ansonsten brauche ich eigentlich nichts machen. Bei Integrationsdiensten ist es am besten, alles anzuhaken, was möglich ist. Und dann kann ich das Ding schon starten. Über Ansicht kann ich das Ding in den Vollbildmodus schalten und sage jetzt, nehme jetzt die Standardeinstellung Install. Komme dann zum Auswahlmenü und sage hier German, Deutsch, Österreich, Deutsch. Nun holt sich das Ding vermutlich eine Internetverbindung über den DHCP-Server, was ein bisschen dauern kann. Das Ding konnte nun offenbar keine IP-Adresse beziehen. Ich sage jetzt einfach weiter. Netzwerk momentan einmal unkonfiguriert lassen, ist keine Tragik. Rechnername kann ich so lassen. Weiter. Root-Passwort nehme ich jetzt einfach einmal 0. Weiter. Noch einmal 0. Weiter. Benutzername schreibe ich rein Administrator. Weiter, weiter, 0 als Passwort, weiter, 0, weiter. So, nun fragt er mich, wie ich die Platte partitionieren möchte. Ich habe eine Festplatte, die hat 1900 GB. Und ich sage jetzt einfach einmal geführt vollständige Festplatte verwenden und lasse die Standardeinstellung, wähle die Festplatte aus,
kann jetzt hier auswählen. Hier kann ich jetzt nun die Partitionierung auswählen und das Ganze entsprechend verschiedenen Vorgaben partitionieren. Alle Dateien auf eine Partition ist eher für Anfänger. Wir schauen uns aber eher die Variante an, dass ich sage separate Home-User-Variablen und Partitionen anlegen. Enter. Partitionierung beenden und Änderungen übernehmen. Hier kann ich mir noch einmal anschauen, was er genau partitioniert. Bin ich mir sicher? Ja, ich bin mir sicher, dass ich das partitionieren möchte und lasse ihn einfach einmal wieder werken. So, die Installation dauert jetzt ein bisschen. Aus diesem Grund werde ich nicht die ganze Installation, die automatisiert abläuft, filmen, sondern fallweise auf Pause drücken und den einfach laufen lassen, bis die nächste Eingabe von User-Seite erfolgen muss. Nun möchte er von mir wissen, ob ich eine weitere CD einlegen möchte. Ich sage hier einfach Nein. Netzwerkspiegel verwenden sage ich auch Nein. Updates kann ich auch später installieren. An der Paketverwendungserfassung teilnehmen kann ich sagen ja, wenn ich den Entwicklern helfen will für zukünftige Probleme Fehlerberichte zu senden. Welche Software soll installiert werden? Würde ich einmal einfach alles installieren, frei nach dem Motto kann nicht schaden. Hierzu gehe ich einfach nach oben oder unten mit dem Pfeiltasten und mit der Leertaste wähle ich Sternerl aus. Sternerl heißt, es wird installiert. Hier unten sieht man immer, welche Tasten einem gerade zur Verfügung stehen. Wenn alles angehackelt wurde, drücke ich einfach auf Enter. Hier fragt er uns nun, ob wir den Bootloader in der Masterboot Record installieren wollen, einfach ja und weiter. Nun ist die Installation abgeschlossen, wir sagen Enter und machen einen Neustart. Inzwischen können wir unter Medien bei Hyper-V die CD auswerfen, falls das noch nicht passiert ist. Okay, das ist Linux schon automatisch gemacht. Welchen Unterschied man gegenüber Windows schon beim Hochfahren merkt, ist, dass man jede einzelne Aktivität des Systems wirklich beim Bootvorgang schon sieht. So, wir melden uns als Administrator an. Passwort ist wie festgelegt 0. Und das war's.